Hey meine Lieben, herzlich willkommen zum neuen Video von mir. Heute gibt es wie immer am Ende des Monats meine Top- und Flop-Produkte aus dem Monat August. Und ja, ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe relativ lang kein Video mehr gedreht. Ich habe euch ja schon mal erklärt, ich drehe manchmal auch Videos vor und es kann manchmal auch sein, dass Videos schon 3 Wochen alt sind, wenn sie gerade hochgeladen sind oder so. Das ist dann für mich immer komisch, weil ich jetzt wirklich schon seit bestimmt 2 Wochen nicht mehr vor der Kamera saß. Aber ich freue mich jetzt total, dass ich meine Favoriten für euch abdrehen kann. Und ja, ich habe wieder sehr, sehr viel Gemischtes. Ich habe 2, 3 Flop-Produkte und paar Beauty-Sachen, aber nicht so viel. Es geht natürlich auch wieder sehr viel um Musik und um Serien. Und ja, deswegen fange ich mal an mit meinen 2 Flop-Produkten, die ich doch nur habe. Zum einen ist es von Balea ein Deo Body Spray, putziger Paradiesvogel. Und ja, also das Positive daran ist schon mal der Name. Ich finde es super süß, putziger Paradiesvogel. Ich habe davon auch eine Seife aus dieser Serie gehabt, die ist irgendwie kichernder Kakadu und so. Und die Idee finde ich wahnsinnig toll. Ich habe es ja schon mal angesprochen. Ich finde, die DM-Mitarbeiter machen sich da immer sehr, sehr viel Gedanken und machen ganz, ganz tolle LEs, die natürlich auch eine gute Qualität sind zu einem guten Preis. Da gibt es gar nichts dran zu meckern. Aber bei diesem Deo war einfach dieses Problem, dass es A, natürlich kein richtiges Deo ist. Ich meine, hier steht ja auch Deo und Body Spray, aber geschützt hat es überhaupt nicht. Und das größte Problem war einfach, dass, wenn ich das rumgesprüht habe, dass es so krass gestunken hat. Und kennt ihr das, wenn man so Atemnot schon fast bekommt von einem Deo? Und genauso war das halt bei dem. Und ich fand es ganz, ganz schlimm. Also ich musste das irgendwo immer aufsprühen, wo ich gut atmen kann oder danach ein Fenster aufmachen und das Ganze, weil ansonsten, oh Gott, nee, also das war wirklich sehr, sehr schlimm, deswegen ist es für mich auch ein Flop, aber es ist jetzt Gott sei Dank leer. Ich habe es immer mal wieder auch so auf die Klamotten gesprüht, um es einfach auch leer zu machen, weil, wie gesagt, als richtiges Deo-Spray kann man es einfach nicht benutzen, weil es nicht schützt und ja, aber ansonsten eine ganz nette Idee, eine sehr schöne Verpackung und ja. Genau. Dann ein zweites Produkt, mein zweites Flop-Produkt ist von Cure Professional von Aldi. Eine sehr, sehr große Shampoo-Flasche. Da sind 500 Milliliter drin. Ich dachte mir, ich benutze es einfach mal. Ihr wisst ja, ich färbe meine Haare immer nach. Also ich bin zwar blond von Natur aus, aber halt eher dunkleres Blond. Und ja, deswegen habe ich jetzt dieses Blondschein-Farbglanz-Shampoo genommen. Und an sich, also das Shampoo an sich macht schon seinen Job, indem es wirklich die Haare, finde ich, so ein bisschen aufhält oder einfach so ein bisschen die Lichtreflexe einfach besser rüberkommen. Also ich finde, die Haare wirken heller damit, wenn ich sie damit gewaschen habe. Und das gefällt mir sehr, sehr gut. Das ist auf jeden Fall ein großer Top-Produkt, großer Top-Punkt bei diesem Produkt. Was ich auch gut finde, ist das Preis-Leistungs-Verhältnis. Ich glaube, das hat beim Aldi nur 2 Euro irgendwas gekostet. Für so eine große Flasche ist das echt okay. Was aber der große Flop-Produkt ist, oder der große, ach Gott, das ist total komisch, gerade wieder so viel zu reden, ey. Der große negative Punkt an diesem Ding ist einfach, wie bei vielen Shampoos bei mir, es lässt meine Haare einfach null frisch sein. Also sie fühlen sich schon am nächsten Morgen wieder fettig an. Also wenn ich sie abends gewaschen habe, dann ist am nächsten Morgen schon wieder null Volumen da, gar nichts. Und das ist einfach echt schade, weil so ein bisschen was an Frische und Sauberkeit sollte ja jedes Shampoo eigentlich mitbringen. Deswegen tut es mir sehr leid dafür, aber ich werde es natürlich trotzdem immer mal wieder verwenden. Ich benutze es auch ganz gerne in Mischung mit einem ja, richtigen Reinigungsshampoo. Das funktioniert eigentlich ganz gut und ja. Genau, ich finde es, sieht in der Kamera gerade recht hell aus. Eigentlich sehe ich aus wie so ein Schneewittchen. Also wenn ich jetzt noch schwarze Haare hätte, dann wäre ich Schneewittchen. Aber ja, es ist einfach, weil die Sonne gerade relativ stark ans Fenster scheint. Deswegen ja, wirkt es relativ hell, mein Gesicht und alles. Und durch die roten Lippen wirkt der Kontrast noch stärker. Aber ich mag das ja ganz gerne, auch wenn ich eher weniger geschminkt bin. Ich habe jetzt heute auch keinen Lidschatten drauf, sondern nur Mascara. Und ja, dachte mir, da passen die roten Lippen ganz gut. Ich trage übrigens von NYX oder NYX, whatever. Dieses schöne Rot, was ich euch in meinem Köln-Haul gezeigt habe, die Farbe Perfect Red. Ich mag das sehr gerne. Ist theoretisch auch ein Favorit, aber ich habe es jetzt nicht so oft getragen, dass ich es als Favorit zählen würde. Also, ja, ich finde die Farben einfach richtig schön. Genau, dann wollen wir euch weitermachen. Genau, das waren ja schon meine Flop-Produkte. Dann kommen jetzt meine Top-Produkte. Und zwar eine Sache zum Trinken. Und ich zeige euch ja eigentlich nicht so häufig Essen- und Trinken-Sachen. Aber das ist auch mega lecker. Und das war jetzt eine gute Überleitung. Denn es ist nämlich auch was vom Aldi. Und zwar nennt sich das Schwarze Eule. Und es ist einfach ein, ja, Red Bull nachgemachtes Energy-Drinks-Ding. Und es ist einfach so lecker. Und okay, ich versuche es mal davon zu trinken, ohne dass meine Lippenfarbe kaputt geht. Bin ich jetzt auch mal gespannt. Habe ich noch nicht getestet. Ja, okay. Ich weiß nicht, ob ihr es jetzt sehen könnt. Da ist jetzt ein bisschen was ab.
Aber hier oben kann man es auf jeden Fall sehen. Also es ist nicht trinkfest, dementsprechend wohl auch nicht kussfest oder irgendwas, aber steht ja auch nicht drauf. Also von daher halb so dramatisch. Jetzt habe ich nur das Ding hier so schön verkleckert. Aber egal, es geht auf jeden Fall darum, natürlich ist das jetzt nicht was, was ihr jeden Tag 5-mal trinken sollt, aber einfach mal so, falls ihr gerne Red Bull mögt, kann ich euch das auf jeden Fall empfehlen. Es schmeckt unfassbar lecker. Ich liebe ja Red Bull, es ist nur einfach eine günstigere Version. Ich glaube, das kostet 49 oder 69 Cent oder sowas. Also wirklich echt in Ordnung und richtig, richtig lecker. Und jetzt habe ich irgendwie das Gefühl, dass jetzt meine Lippen nicht mehr schön aussehen. Oh Mann. Ich glaube, ich trage das nochmal schnell ein bisschen nach, ne? Ja, jetzt ist besser. Kann man das jetzt lassen? Ist manchmal auch komisch, wenn ich das Video filme, sieht das für mich eigentlich alles gut aus. Wenn ich es mir danach aber anschaue, nochmal direkt am PC und das alles vergrößert habe, denke ich mir so, oh Laura, da sieht man doch, dass das ein bisschen über der Lippe ist oder da hast was irgendwo hängen oder ein schwarzer Punkt oder so. Aber denke ich mir auch wieder so, ach komm, ich kann es jetzt eh nicht mehr ändern und nicht immer viel zu, nicht immer zu perfektionistisch sein, ne? Also ich denke, es geht jetzt wieder so. Ja, irgendwie ist das Video gerade ein bisschen chaotisch für mich, aber wie gesagt, das ist echt komisch. Ich war jetzt für meine Verhältnisse schon länger nicht mehr vor der Kamera und muss gerade wieder in diesen Flow reinfinden, aber ihr kennt ja mein Gelaber. Genau, das war jetzt das einzige Trink-Essens-Lebensmittelprodukt. Jetzt komme ich zu den Beauty-Produkten. Ich habe eine Sache für die Dusche und zwar von Balea. Das hat mich mega überrascht, deswegen wollte ich es auch mit in die Favoriten nehmen, weil ich es einfach nicht erwartet hatte. Das habe ich, soweit ich weiß, kostenlos mal von DM bekommen. Es ist so eine Dusche und Creme, Limette Aloe Vera. Und zuerst dachte ich so, oh, na super, auf das Ding kann ich auch verzichten. Ich mag Balea Duschgels nicht so gern, weil die meine Haut zu 99% eigentlich immer austrocknen. Aber das hier ist wirklich gut. Also wirklich. Also ich finde den Geruch angenehm. Ich finde, man riecht sowohl Aloe Vera als auch Limette. Und es pflegt. Also es ist wirklich echt schön. Und es ist ein gutes Produkt. Es ist jetzt nicht so, dass ich es mir nachkaufen werde, wenn es leer ist. Aber ich wollte es einfach mal erwähnt haben, dass ich auch mit Balea zufrieden sein kann. Ja, wenn es sowas Cremiges ist und schön pflegend. Und das Ganze von daher hat mich positiv überrascht. Dann habt ihr auch in einem meiner Hauls gesehen, das Garnier Skin Active Hautklar 3-in-1 Waschgel Peeling Dings da. Fand ich wirklich sehr gut, habe ich diesen Monat sehr häufig benutzt. Ich hatte auch eine Phase, wo meine Pickel relativ stark waren, da habe ich das fast täglich benutzt. Hat mir auch auf jeden Fall gut geholfen, ist einfach ein schönes Gefühl, wenn man diese Peelingkörner auf der Haut spürt und sie sind weder zu grob noch zu fein. Ich finde, es ist eines der besten Peelings, das ich je so benutzt habe. Eigentlich das Beste, was ich bisher so benutzt habe fürs Gesicht. Ja, kann ich auf jeden Fall nur jedem draußen empfehlen, wenn ihr wirklich auch was haben wollt, wo ihr wirklich einen Effekt merkt. Also ich hatte auch schon so Peelings, die halt sehr zart waren, aber da kann ich es auch gleich lassen. Also wenn ich ein Peeling habe, dann will ich auch, dass man das spürt und das tut man bei dem auf jeden Fall. Und ihr könnt ja schon sehen, ich habe hier schon einiges oben aus der Tube rausgequetscht und ja, mag das sehr gerne. Dann habe ich jetzt noch drei Make-up-Produkte. Zum einen ein Puder, was ich auch in Köln im DM gekauft habe. Gibt es aber natürlich sonst auch. War aber eine LA von P2. C2Face Compact Powder. Das ist so ein, ja, ich habe es euch ja schon mal gezeigt. Das hat so tolle Regentropfen hier. Und das ist ein sehr, sehr schönes helles Puder. Kann jetzt vielleicht auch sein, dass es auch am Puder liegt, dass ich noch ein bisschen heller wirke, weil, ja, oder? Naja, auf jeden Fall, ich mag das sehr gerne. Es ist sehr, sehr matt. Also wenn ihr das drauf macht, dann könnt ihr auf jeden Fall davon ausgehen, dass ihr bestimmt so eine Stunde oder so richtig schön matt seid. Ich mag das echt gerne, gerade wenn es sehr heiß war jetzt in den letzten Tagen. Da fand ich es wirklich schön. Aber ja, man muss auch ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu viel nimmt, sonst wirkt es relativ cakey. Also wenn man dann auch sich direkt in so einem Vergrößerungsspiegel anguckt, dann sieht man schon, dass es sich so ein bisschen in die Poren absetzt. Aber ich finde, so im Gesamtlook sieht es eigentlich relativ schön aus und ich mag sehr gerne. Es ist wirklich ein Puder, was wirklich auch matt macht und das sollte es ja auch im ja, im Sommer sein. Und genau, es ist nämlich auch wasserfest, soweit ich weiß. Zumindest hatte ich es auch schon mal, ja genau, wasserabweisend, genau. Ich hatte es nämlich auch schon im Schwimmbad mal drauf. Also ich schminke mich jetzt nicht im Schwimmbad, aber ich nehme halt ab und zu, gerade wenn die Haut schlechter ist, gerade ein bisschen ja, Puder auch, um das ganze Sonnenzeug, Sonnenschutzmittel abzumattieren, sonst glänzt man ja eine Speckschwarte. Und da hat es auch recht gut gehalten. Dann auch ein wirklich sehr gutes und auch wasserfestes Produkt ist von Trend It Up, der Brow Gel Filler. Den habe ich euch ja auch in einem Haul gezeigt und ich war erst ein bisschen skeptisch und als ich es die ersten zwei, drei Mal benutzt habe, habe ich es auch
falsch benutzt, ich habe zu viel benutzt und in einem Video sieht es richtig, ich glaube, das Video ist noch gar nicht online, aber da sieht es richtig komisch aus, weil die eine Augenbraue voll dunkel ist und die andere voll hell ist. Kommt natürlich auch immer aufs Licht an. Jetzt wirkt die hier auch ein bisschen heller als diese hier irgendwie, aber ja, inzwischen habe ich damit gelernt, umzugehen und ich mag es sehr, sehr gerne. Es ist natürlich die hellste Farbe 020, glaube ich zumindest. Also es gab bei uns nur zwei Farben und es ist ein schönes, aschiges Braun, was mir sehr gut gefällt. Ich mag dieses kleine Bürstchen jetzt vorne. Ich dachte ja früher, dass ich damit nicht so gut klarkomme, aber je mehr ich mit der Dosierung übe, desto besser funktioniert es auch und ja, ist auch ein sehr, sehr gutes Produkt. Wie gesagt, man muss nur ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu viel nimmt, sonst wirkt es sehr unnatürlich. Und dann mein letztes Beauty-Produkt ist eine Mascara von Essence und die habe ich entdeckt durch die Steffi von Mamako und ich und sie haben ja so eine Mascara-Verbundenheit, also die meisten Mascaras, die sie mag, mag ich auch, zum Beispiel die von Chanel. Und auch die von L'Oreal, die Schmetterlings-Sculpt-Mascara, mag ich auch sehr gern. Habe ich auch durch ihre Empfehlung lieben gelernt. Und diese hier eben auch, das ist nämlich die Essence Instant Volume Boost Mascara. Die hat sie auch in so einem First-Review-Video gezeigt. Und dachte ich auch zuerst, hä, was ist denn das bitte für eine Bürste? Also sehr komisch eigentlich. Würde ich mir sonst nicht kaufen. Aber als ich sie dann gekauft habe, ich dachte, komm, die 2,45 oder was die gekostet hat. Und als ich sie dann benutzt hatte, dachte ich mir so, wow, okay, richtig krass. Also wirklich richtig doll Volumen sofort und ja, richtig gleich so, also vor allen Dingen, ich bin ja normalerweise jemand, ich brauche mindestens zwei Mascaras. Heute trage ich sie jetzt nicht, aber ja, ich benutze eigentlich immer zwei Mascaras. Heute trage ich eine von Essence und auch eine von Trended Up. Ja, genau, die Essence Lash Princess habe ich drauf und diese Trended Up Nummer 1 Mascara. Und ja, wie gesagt, normalerweise nehme ich immer zwei Mascaras, um wirklich ein schönes Ergebnis hinzukriegen. Aber damit reicht mir einfach die hier. Ich war völlig geplättet, aber ich werde die nicht immer benutzen, weil ich denke, für den Alltag ist es sogar fast schon too much. Und wenn ich das schon sage, dann, ne, also ihr wisst, ich mag das ja sehr gerne, wenn die Wimpern sehr stark betont sind. Aber ja, ich finde sie wirklich gut. Also sehr, 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 sehr gutes Produkt. Und hier steht auch, dass sie, ja, eben auch gegen dieses Verlaufen, also dass sie nicht so schnell verläuft oder verschmiert. Und das tut sie auch. Also ich habe das ja oft, dass die Mascara dann so nach einer Stunde oder so irgendwie voll schmierig ist, gerade am unteren Wimpernkranz. Das war bei der nicht und ich muss sagen, wirklich, wirklich sehr, sehr gutes Produkt. Und hoffentlich geht das nicht so bald aus dem Sortiment. Das wäre nämlich sehr blöd. Genau, dann mache ich jetzt mal weiter mit Musik, würde ich sagen. Und zwar einem Lied, wovon ich nicht genau weiß, was ich davon halten soll. Und zwar geht es um Taylor Swifts Look What You Made Me Do. Und es ist für mich, es bricht mir fast das Herz, weil ihr wisst ja, ich liebe Taylor Swift. Wenn jemand Tay-Tay-Fan ist, dann bin ich das. Ich liebe sie sehr, ich liebe ihre fast alle Lieder, aber das jetzt, ich meine, ich finde den Anfang richtig gut, aber ich zeig's euch einfach mal kurz, so diese, die Stellen, die ich mag und die Stellen, die ich nicht mag. Moment, gleich kommt's, also das finde ich jetzt geil. Don't like your little games. Don't like your tilted stage. The role you made me play. The fool. No, I don't like you. What you just made me do. Aber das mag ich nicht. Das ist so ein bisschen, ich weiß nicht, es ist halt total anders und ich habe auch heute Morgen gerade das Video von ihr gesehen, also das Video zu dem Lied und ich saß erstmal so vorm PC und dachte mir so, oh mein Gott, Tay-Tay, was ist mit dir passiert? Also echt krass, ich meine, ich finde es gut, jeder soll sich ja auch verändern und da muss ich auch gerade an das Lied von Miley Cyrus denken, Young, genau, sie singt ja auch Change is a thing that you can count on, also ja, jeder verändert sich auch immer und damit muss man einfach immer auch rechnen, was ja auch gut ist. Ich meine, wenn man immer der gleiche Mensch bleiben würde, wäre ja auch irgendwie langweilig. Aber es ist halt schon heftig, ne? Wenn man immer denkt, so die süße, liebe Taylor und dann bäm. Aber auch irgendwie geil. Aber ich weiß nicht genau, was ich von diesem Lied halten soll. Helft mir mal, was findet ihr? Also, wie gesagt, teilweise finde ich es richtig geil und teilweise denke ich mir so, nicht so mein Fall, aber gut, jetzt zu den Liedern, die ich richtig geil finde. Zum einen hat mir sehr, sehr gut gefallen Worst in Me von Julia Michaels. Ich habe mir auch einige Lieder von ihr angehört. Ich wollte erst das Album kaufen, dachte ich mir so, nee, so geil sind die Lieder jetzt nicht. Aber Worst in Me gefällt mir sehr, sehr gut.
used to be happy for me. You celebrate all my success without crossing a line. Now it's like we're scared of. Personally, doesn't want to. Ja, das ist halt ein sehr schön ruhiges Lied und das Ganze und ich mag das wirklich gerne. Was mir auch sehr gut gefällt, eine tolle Popballade ist von Pink, What About Us. Sehr, sehr schön, sehr, sehr emotional und hat mich auch schon beim ersten Hören richtig gecatcht und mag ich wirklich sehr. Ja. Ja, mag ich sehr, sehr gerne. Und eins, ja, was es anscheinend schon ein bisschen länger gibt, aber mir hat keiner gesagt, wie geil dieses Lied ist. Das habe ich per Zufall bei Spotify gefunden, habe dann gesehen, das ist, glaube ich, schon seit Mitte Mai oder diese eine Strähne, dass es schon seit Mitte Mai gibt. Und ich dachte so, hallo? Ich hatte meine Freundin gefragt, die so, ja, ja, das kennen wir nicht. So, hallo, wieso sagt mir das denn keiner? Und zwar ist es More Than You Know von Axwell oder so. Ich finde dieses Lied so geil, oh mein Gott, ich liebe das. Ich gehe dazu so ab im Auto, ey. Ich liebe es. Ich zeig euch mal noch. Ja, ich liebe es. Ich liebe es so sehr. Oh mein Gott, das ist absolut mein Liebling zurzeit und ja, ich liebe dieses Lied. Das ist einfach so geil. Ich dachte mir so, wieso wusste ich das nicht schon früher? Oh. Ja, okay, das war jetzt das Thema Musik. Jetzt komme ich noch zum Ende, zu meinen Serien. Ich habe mir ein bisschen was aufgeschrieben, beziehungsweise auch noch Hörbücher. Ich denke, ich fange da mal kurz mal an, denn ich habe auch noch Hörbuchflops, die ich jetzt einfach noch mit reinbringen wollte. Und zwar zum einen ist es die Fitzpatrick-Serie, heißt es. Also da geht's um eine Familie halt, die heißt halt Fitzpatrick oder so. Ich habe auch nur den ersten Teil gehört, weil der Rest war mir einfach dann zu blöd, ne? Dachte ich mir schon, wenn der erste Teil so scheiße ist, ist der Rest bestimmt nicht besser. Und der erste Teil hieß jetzt Brandheiße Küsse. Und ich dachte im ersten Moment, boah, das klingt mega gut. Aber sowas Lahmes, ich habe es bei YouTube gefunden und Gott sei Dank habe ich dafür keinen Cent ausgegeben, also wirklich, weil so ein Shit, also es tut mir echt leid für die Autorin, aber ich finde es ganz, ganz schlimm, also es ging, es ist schon ein paar Wochen her, als ich jetzt gehört habe, aber es ist sowas Langweiliges gewesen, es ging einfach um ein Paar, halt klar, ein Mann und eine Frau eben, und der Mann ist halt Feuerwehrmann, deswegen auch brandheiße Küsse, ja, das passt ein bisschen, ne, und sie waren halt schon, ja, seit der Schule zusammen, waren ein Traumpaar, wollten Kinder, ein eigenes Haus und, ja, hatten schon das perfekte Leben irgendwie, und dann ist aber halt sein Vater bei einem Einsatz bei der Feuerwehr gestorben. Und er hat sich halt die Schuld daran gegeben und er hat sich dann halt von seiner Freundin deswegen getrennt, weil er eben, ja, Angst darum hatte, dass, ja, weil sie halt so gut für ihn ist und er hatte dann immer Schiss, dass er sie mal enttäuscht und dass er auch mal bei einem Unfall ums Leben kommt und sie dann alleine ist und so ein Scheiß. Dann denke ich mir so, ja, okay, kann ja, aber das ist dann halt so. Ich meine, man trennt sich doch nicht von der Person, die man über alles liebt, ja. Und nur, weil man Angst hat, dass man durch einen Unfall oder was von dieser Person gerissen wurde, dann dürfte ja kein Mensch mit dem anderen zusammen sein, ja? Ich meine, nur weil man Feuerwehrmann ist, klar, es ist ein Risikoberuf, aber das kann auch genauso gut bei, ich weiß nicht, bei einem Polizist oder... Du kannst auch ganz normal, du kannst auch, keine Ahnung, irgendwo im Büro arbeiten und auf der Heimfahrt einen Unfall haben. Ja, und bist du dann deswegen nicht mehr mit deiner Freundin zusammen, die du liebst? Also, ich finde es so unlogisch. Das ist eines der dümmsten Dinge, die ich je in meinem Leben gehört habe, wo ich mir dann dachte so, und vor allen Dingen, wie er sie behandelt hat. Er hat sie richtig assi behandelt, ne? Hat sie halt so richtig krass von sich gestoßen und hat sich wie der größte Depp aufgeführt, damit sie ihn in Ruhe lässt. Aber gut, am Ende sind sie dann doch wieder zusammengekommen, aber es war so doof. Ich habe echt zwischendrin gedacht, soll ich das jetzt abbrechen? Ich war wirklich oft kurz davor, aber es war nicht so besonders lang. Das Hörbuch dachte ich mir, komm, ziehst jetzt halt durch und es lief dann halt so nebenbei, aber wirklich ganz schlimm. Also hört euch das auf jeden Fall nicht an. Es ist wirklich todlangweilig und für mich hat es null Sinn ergeben. Was mir auch überhaupt nicht gefallen hat, war die Serie Das Dienstmädchen des Milliardärs. Der erste Teil war noch ganz okay. Ich habe auch die anderen zwei Teile gehört, weil ich mir dachte, komm, vielleicht sind die ja auch noch ganz gut, aber die waren dann auch so, ich weiß auch nicht, also im ersten Teil ging es einfach noch eben um eben einen Typ, der eben, na, ja, um
eben mit einem Mädchen zusammenkam, die für ihre Schwester eingesprungen ist. Eigentlich hat die Schwester für ihn als Dienstmädchen gearbeitet, aber ach, es ist alles ein bisschen kompliziert. Und dann mit verschiedenen Paaren wieder und dem sein Konkurrent. Und ach, eigentlich lohnt es sich gar nicht, darüber zu sprechen, weil es hat mir nicht gefallen und ich wollte es einfach kurz erwähnt haben. Also ja, falls ihr auch gern Hörbücher hört, diese Hörbücher braucht ihr euch nicht anhören, das ist Zeitverschwendung. Gut, dann jetzt zu guter Letzt zu den Serien, die ich geschaut habe. Zum einen habe ich mir bei Netflix Degrassi angeschaut. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, also ich weiß, es gab ganz früher mal irgendwie sowas. Und dann gab es ja jetzt so ein bisschen eher neuere Folgen, die halt neu verfilmt oder neu gedreht wurden einfach. Und ich dachte mir, komm, warum nicht? Ich meine, es ist halt sehr teenie-mäßig und ich saß oft da und dachte mir so, ja, okay, ich glaube, ich bin zu alt dafür, aber ja, es war doch ganz unterhaltsam. Ich glaube, es gab jetzt nur 2 Staffeln bisher auf Netflix. Ich denke, wenn neue Folgen kommen, würde ich es mir auch anschauen. Ich fand's, ja, sonst hätte ich es auch nicht geschaut. Ich meine, ich fand es, wie gesagt, unterhaltsam. Ich fand die Storys zwischendrin ganz gut. Man entwickelt dann natürlich auch so seine Lieblingscharaktere. Ja, ich fand zum Beispiel die, wie heißt sie denn jetzt nochmal? Mir fällt gerade ihr Rollenname nicht mehr ein. Irgendwas mit L, oder? Hieß sie Lola? Auf jeden Fall hat sie immer blaue Haare oder am Anfang auch so lila Haare. Und ich glaube, in echt heißt sie Amanda Akuri oder so. Und ich dachte im ersten Moment echt, als ich sie gesehen habe, ich dachte so, hä? Ist es Ariana Grande? Oder ist es Arianas kleine Schwester? Also sie sieht ihr mega ähnlich. Total krass. Also sie mochte ich mega gerne. Und ja, also ich fand es einfach ganz nett. So als nette Unterhaltung, ne? Dann, was mich absolut geflasht hat, hätte ich nie erwartet, war Riverdale. Oh mein Gott, wie geil ist bitte Riverdale? Also wirklich, ich hätte das nicht gedacht. Ich habe die, ich glaube, wie viele Folgen waren es? 21 oder so? Habe ich innerhalb von 4 oder 5 Tagen durchgeschaut. Ja, also ziemlich krass. Ich hatte ja schon mal vor Monaten mit der ersten Folge angefangen und dachte so, irgendwie bringt es mir nichts, aber ich habe ja auch nur die ersten 10 Minuten geschaut und das war halt irgendwie ein bisschen komisch da mit diesen Blossom-Geschwistern am See und ich wusste gar nicht, hä, was soll denn das jetzt? Aber meine Freundin meinte dann so, komm, zieh dir mal wirklich erstmal die ganze erste Folge rein und dann kannst du nochmal urteilen. Und ich habe es getan und ich bin absolut süchtig geworden und es wurde wirklich immer und immer besser. Ich muss richtig sagen, hat mir unfassbar gut gefallen und ja, ist eine so gute Serie und ich freue mich so sehr auf die 2. Staffel, weil es ist so krass, also gerade am Ende, als man dann herausgefunden hat, wer der Mörder ist, ne, das war halt schon heftig und ja, ist echt krass. Und ich muss sagen, ich habe irgendwie so ein kleines Fable für, wie hieß jetzt der Junge nochmal, Jughead oder so? Irgendwie so ein ganz komischer Name. Auf jeden Fall sein Vater, der ist ja bei diesem Southside, nein, warte, wie heißen die? Southsides? Nein, Serpents. Irgendwie bei so einer Rockergruppe und ich weiß auch nicht, irgendwie hat mir der Vater gefallen. Er hatte so ein bisschen was Asoziales, aber er konnte auch irgendwie, ich weiß nicht, er war trotzdem eine gute Seele irgendwie. Auch wenn er viel Mist gebaut hat, aber er hat es versucht wieder in Ordnung zu bringen und ich mochte ihn irgendwie. Ich finde, wenn er nicht ganz so vergammelt aussah, sah er auch ganz gut aus. Also irgendwie, ja. Und ich war absolut ein Fan von, oh Gott, Namen, Hilfe. Auf jeden Fall der männlichen Hauptperson. Und ich fand es so geil, als, oh Gott, wie heißt der denn? Oh Mann, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, als er dann die Affäre mit der Lehrerin hatte. Oh mein Gott, ich fand das so cool. Ich fand die beiden irgendwie voll toll zusammen. Also, ich weiß nicht, ich mag das ja so, verbotene Liebe und sowas. Und ja, hat mir extrem gut gefallen. Und ja, wie gesagt, ich freue mich total darauf, wenn es dann hoffentlich bald weitergeht. Ich glaube, im Oktober oder so. Und ja, dann die letzte Serie, die ich immer wieder durchsuchte und auch mindestens so 3, 4 Folgen pro Tag geschaut habe oder auch immer noch dabei bin, ist How I Met Your Mother. Oh mein Gott, es ist irgendwie so, ich weiß nicht, ich habe das da früher ab und zu mal geschaut, aber ich habe es nie so chronologisch verfolgt. Und als ich gesehen habe, dass es auch bei Netflix gibt, dachte ich mir so, okay, warum eigentlich nicht, ne? Und habe dann angefangen und bin jetzt schon bei Staffel 5. Ja, aber man muss ja auch dazu sagen, dass die Folgen immer nur 20 Minuten oder so gehen, also von daher geht es noch und ja, ich muss echt sagen, ich liebe Barney. Was ich nur überhaupt nicht leiden kann, ist, wenn er irgendwie so komische Bemerkungen macht über Frauen, die ein bisschen pummeliger sind oder so kräftiger halte, denke ich mir immer so, das war jetzt nicht besonders nett, ne? Also, ja. Aber ansonsten eine richtig tolle Serie und so lustig. Ich habe mich schon so oft weggeschmissen, ich konnte schon nicht mehr, ey. Natürlich ist alles immer extrem krasse Zufälle und Verstrickungen und total dumme Wetten und man denkt sich so, oh mein Gott, was macht ihr denn da? Aber
ja, total lustig einfach. Also ich schaue es gerne und ja, ich freue mich sehr, das immer weiter zu schauen und bin natürlich auch auf das Ende gespannt. Ja, ich glaube, es geht bis Staffel 9 oder so. Ja, und jetzt bin ich bei Mitte Staffel 5 und genau, dann war es das jetzt mit dem Video. Oh mein Gott, das war jetzt echt mega lang. Ich glaube, 25 Minuten habe ich noch nicht hingebracht bei den Favoriten, oder? Naja, auf jeden Fall, ja, ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, ich hatte jetzt leider viel zu erzählen und ich freue mich sehr darauf, mich wieder mit euch auszutauschen und das wird jetzt ein super aktuelles Video. Ich drehe das jetzt heute am 28. Ja, 28. genau, August. Und ich lade es entweder heute gleich hoch oder morgen ab. Ich glaube, ich lade es sogar schon heute gleich hoch. Das heißt, heute könnt ihr euch sicher sein, dass dieses Video top aktuell ist. Und ja, wie gesagt, ich freue mich sehr darauf, ja, was ihr wieder so mir zu sagen habt, was euch so diesen Monat sehr gut gefallen hat, was ihr gern gegessen, getrunken habt, geschaut, gehört, benutzt, whatever. Ja, damit wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Und wie gesagt, ich freue mich über euer Feedback, über einen Daumen hoch und ja. Dann freue ich mich natürlich auch, wenn ihr in einem meiner nächsten Videos wieder dabei seid. Ciao!